ist Ana Via de Soler, die ich jetzt ankündigen darf, die ihr Studium in Barcelona und Berlin gemacht hat. In Berlin beim Büro Kiefer Landschaftsarchitektin gearbeitet hat und seit 2001 ihr eigenes Büro für Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur betreibt. Sie war seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden und hat seit 2016 eine Professur inne an der TU Dresden. Und die Gemeinsamkeit mit Donata Valentin ist die gemeinsame Kuratierung der Ausstellung Die Wiederkehr der Landschaft, die 2010 an der Akademie der Künste in Berlin stattfand. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind aus dem fernen Dresden. Danke. Danke. Ich freue mich. Fünf Memos ist der Titel für meinen kleinen Beitrag heute hier und es ist eine Anlehnung an ein Buch von Italo Calvino oder an sechs Vorschläge von Italo Calvino für das nächste Jahrtausend. Diese Vorschläge hat Calvino für die Vortragsreihe der Professur Charles Eliot Norton Poetry Lectures an der Harvard University vorbereitet. Das sechste Memo blieb nur skizziert, deswegen von mir heute nur fünf Memos. Ich fange an mit einem Zitat. Wir sind im Jahr 1985. Nur 15 Jahre stehen zwischen uns und einem neuen Jahrtausend. Ich denke nicht, dass die Annäherung an dieses Datum eine besondere Aufregung weckt. Ich bin jedoch nicht hier, um über Zukunftsforschung zu sprechen, sondern über Literatur. In dem Jahrtausend, das bald zu Ende geht, sind die modernen Sprachen des Westens und damit die Literaturen, die die expressiven, kognitiven und imaginativen Möglichkeiten dieser Sprachen erforscht haben, entstanden und haben sich verbreitet. Es ist das Jahrtausend des Buches gewesen. Das für unvertraute Objekt Buch ist hier entstanden. Ein Zeichen dafür, dass dieses Jahrtausend bald endet, ist vielleicht die Häufigkeit, mit der wir uns über das Schicksal der Literatur und des Buches im technologischen Zeitalter, das heißt im postindustriellen, Gedanken machen. Prognosen dieser Art werde ich nicht wagen. Man glaube an die Zukunft der Literatur, besteht in der Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die uns nur die Literatur selbst mit ihren spezifischen Mitteln geben kann. Daher möchte ich mich in diesen Vorlesungen bestimmten Werten, Eigenschaften oder Besonderheiten der Literatur widmen, die mir sehr am Herzen liegen und versuchen, sie in die Perspektive des neuen Jahrtausends zu rücken. Die sechs Vorschläge sehen Sie hier. Vielleicht als Hinweis, die ausgewählten Vorschläge bedeuten nicht, dass die Gegensätze von denen auszuschließen sind. Es bedeutet nur, dass diese für das nächste Jahrtausend eine wichtigere Rolle spielen werden. Und meiner Meinung nach kann man auch diese Werte in andere Disziplinen übertragen. Ich habe Donata Valentin vor fast 12 Jahren kennengelernt. Sie war damals Direktorin der Sektion Baukunst in der Akademie der Künste und sie hatte was vor. Der Titel stand schon fest, Wiederkehr der Landschaft, die These auch. Die Stadt der 20. Jahrhundert wurde gegen die Landschaft gebaut. Die Stadt der 21. Jahrhundert muss aus der Landschaft entwickelt werden. Auch hier, wie bei Calvino, ist Donatas Glaube an der Zukunft unserer Disziplin Ausgangspunkt. Alles sollte im Jubiläum der Akademie der Künste am Hanseatenweg stattfinden. 50 Jahre nach der Eröffnung dieses wunderschönen Gebäudes, aber auch 50 Jahre nach der Beiträge von ihrem sehr geehrten Kollegen Walter Rosso. Landschaft muss das Gesetz werden, die große Landzerstörung, Land und Wasser, goldene Boden. Das heißt, Wiederkehr der Landschaft sollte eigentlich ein Rückblick in diese 50 Jahre sein, sollte aber auch eine Zukunftsvision oder die Chance sehen in eine neue Beziehung zwischen Stadt und Landschaft. All das sollte in Form einer Ausstellung stattfinden. In einer Ausstellung, die das wusste Donata von Anfang an, eine Erfahrung sein sollte. Es sollte ein Erlebnis sein, diese Ausstellung. Es sollte was Ephemeres sein, etwas Leichtes, etwas Vergängliches. Ja. Es sollte auch etwas, das nicht nur für Fachpublikum sein sollte, sondern auch für der Laie. Es musste leicht zugänglich gemacht werden für jeden Menschen. Das heißt, wir fangen mit der Leichtigkeit an.
Calvino erzählt ganz oft, dass ein wesentlicher Punkt von seiner Arbeit ist gewesen, Gewicht rauszunehmen. Ja? Immer Gewicht raus, das heißt, er hat Gewicht von Menschen rausgenommen, Gewicht von Himmelskörper, Gewicht von Städten. Wir kennen alle die unsichtbaren Städte. Und er meint auch, dass dieses Gewicht rausnehmen auch in die Struktur der Geschichten eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und auch in die Ausdrucksweise. Und der spricht auch manchmal über die Schwere unserer Zeit oder von einer Zeit, wo es eigentlich zu einer Schwere verurteilt sein zu sein. Und der, in diesen Momenten, wo der unsere Welt sehr schwer empfindet, ja, dann beneidet er Perseus. In dem Moment, wo der Perseus losfliegt und lässt die Medusa runter. Und er beneidet Perseus nicht, weil der fliegen kann, sondern er sagt, diese Leichtigkeit hat mit diesem Perspektivenwechsel zu tun. Es hat mit diesem, das von einer anderen Seite zu gucken. Ja? Und das ist, was der eigentlich für die Zukunft der Literatur sich aufwünscht. Und ich übersetze das vielleicht in unsere Disziplin und deswegen kann ich mich auch an so eine Persönlichkeit wie Luigi Snozzi, ich kann mich dafür begeistern, in jemand, der versucht, auch Gewicht rauszunehmen in die ganzen Gesetze, die wir haben. Die haben immer Anträge und Genehmigungen und Gesetzen. Und was Snozzi gemacht hat, wir leben in einer Welt, wo Sicherheit wahnsinnig wichtig ist, aber wir müssen alles unter Kontrolle sein und ich weiß es nicht, ob das so gut ist, aber was Snozzi macht, ist, dass er abspeckt diese 250 Bauregeln für Monte Carrasco in 7. Und was mich wichtig auch an diesem Beitrag ist, ist die 8. Regel. Die wurde nur mündlich gesagt, die wurde nicht geschrieben. Jede vorgenannte Regel kann gebrochen werden, wenn das Projekt besser ist als die Regel. Das finde ich gut. Auch ein Landschaftsarchitekt, das für mich sehr leicht arbeitet, auch wenn der ganz oft mit Erdbewegungen zu tun hat, ist Jacques Simon. Jacques Simon ist für mich ein in Deutschland sehr unbekannter, meiner Meinung nach, Landschaftsarchitekt, der wahnsinnig interessant ist. Und in seiner Arbeit geht es ganz oft um Nivellierung, um Erdaufschüttung. Hier wie ein Schlag von 40.000 Kubikmeter Aufschüttungen. Und was er gemacht hat, er hat ohne Unterlagen gearbeitet, ohne Pläne. Der ist vor Ort gegangen und hat diese ganze Baggers sozusagen kuratiert. Und der hat tatsächlich die Parks so gebaut. Aber das ist, sind wir im Ende der 80er, Anfang der 70er Jahre. Es gibt eine Aussage von Donata Valentin, die mich immer noch begleitet. Und das ist, das war so im Nebensatz, das war gar nicht so ein wichtiges Thema, aber das ist die Frage vielleicht, warum wir immer alles so robust, so vandalismussicher bauen müssen. Ja. Und dann hat sie sich hinterfragt, warum könnten wir nicht das etwas filigraner bauen oder ein bisschen leichter bauen? Sie hat gesagt, ich denke, wenn man so baut, dann haben die Menschen einen anderen Zugang zu den Dingen. Ja? Dann werden sie das nicht mehr vandalieren. Ne? Ich bin natürlich für Filigran und für Feinheit und für Eleganz, aber was mich auch begeistert von diesem Gedanken, was für mich dahinter steht, ist die Idee, dass wir für die Zukunft vielleicht ein sensibleren Mensch brauchen, ein behutsameren Mensch brauchen. Und im Sinne von Leichtigkeit und von Ausprobieren, die Herbst-Winter-Kollektion Afterwards im Jahr 2000 von der Modedesigner Hussein Chalayan, der auf die Realität der Flüchtlinge in unserer Welt aufmerksam macht. Ein Thema unter das Jahrhundert, ein Thema vielleicht auch von immer von der Menschlichkeit und ein Thema, wofür sich viele Leute hier in den letzten Jahren in Deutschland sich besonders engagiert haben. Hier in diesem Bild sehen wir, und in dieser Kollektion, widerspiegelt sich der nomadische Schicksal der Menschen in diese Wohnzimmermöbel, die sich in Kleidungen verwandeln. Ja? Also diese Möbel, wir sehen hier unten, wie das funktioniert. Diese Möbel transformiert sich dann in Kleidungen und so kann man sich ganz woanders bewegen, so kann man flüchten. Man kann auch sagen, es ist ein bisschen auch ein Hommage an das triadische Ballett von Schlemmer, aber es hat auch mit einem anderen Blick in diese Realität zu tun. Schnelligkeit. Für Calvino, wie für Galileo, er zitiert Galileo, sind Schnelligkeit und Agilität, Beweglichkeit des Denkens
die Ökonomie von Argumenten, aber auch die Fantasie der Beispiele, entscheidende Qualitäten des guten Denkens. Das Thema, was Calvino hier interessiert, ist nicht die physische Schnelligkeit, sondern es ist eigentlich der Bezug zwischen die physische Schnelligkeit und die mentale Schnelligkeit des Denkens, also wie schnell wir denken können. Er sagt, das Jahrhundert der Motorisierung, also der 20. Jahrhundert, hat die Schnelligkeit als messbaren Wert bestimmt. Immer weitere Rekorde kennzeichnen eine Geschichte von Fortschritt von Maschine und Mensch. Immer weiter, immer schneller. Aber die mentale Schnelligkeit ist nicht messbar. Wettbewerbe sind hier nicht Ausgangspunkt und sind hier auch überhaupt nicht wichtig. Die mentale Schnelligkeit ist ein Wert für sich selbst. Ein Genuss für diejenigen, die die Sensibilität haben, um das schätzen zu können. Das schnelle Denken ist es nicht unbedingt besser als das gewichtete Denken. Ganz im Gegenteil, aber es vermittelt etwas ganz Besonderes, was genau in seiner Geschwindigkeit liegt. Wir haben es schon vorher gehört. Der zentrale Teil unserer Ausstellung, Wiederkehr Landschaft, war der Vergleich von zwei Städten und ihren Landschaften, Venedig und Las Vegas. Diese zwei extreme Beispiele sollen exemplarisch die Entwicklung und Veränderung von der Beziehung Stadt und Landschaft eigentlich aufzeigen. Dieser Vergleich stand auf ein ganz informelles Gespräch zwischen Donna und mir, als wir über das alte Venedig gesprochen haben, mich nicht so an, als wir über das alte Venedig gesprochen haben. Und dann in ihrer Schnelligkeit hat Donna gesagt, lernen von Venedig, wir vergleichen jetzt Venedig und Las Vegas. Es mag am Anfang ziemlich absurd klingen, aber am Ende war das Ergebnis überraschend. Mit Donata Valentin haben wir ganz viel über Schnelligkeit, Beschleunigung, Wachstum und über den Glauben an der Technik im 20. Jahrhundert diskutiert. Technik, ein Zauberwort, das alles möglich macht. Wir haben aber auch über Klimawandel und ihre Folgen gesprochen. Wir bringen die Pole zum Schmelzen von Klaus Dick. Wir bringen die Pole zum Schmelzen und wir bringen die Lagune zum Versinken. Diese Ereignisse, die wir letzte Woche gesehen haben in Venedig, ja, das letzte Woche in Venedig passiert sind, sind eigentlich die Konsequenz von einem globalen Anstieg der Meereswasserspiegel, aber auch eine lokale Subsidenz. Das ist absolut menschgemacht. Diese Fragen haben wir schon in unserer Ausstellung eigentlich gestellt. Und da guckt man nochmal zurück auf eine unserer Bilder damals. Ja? Und dann fragen wir uns, warum müssen in der Lagune die Kanäle immer tiefer gegraben werden? Warum gibt es mitten in einer Lagune einen Industriehafen? Warum gibt es noch Kreuzfahrtschiffe, die Lagune durchqueren? Wie viele Touristen können noch täglich mit Traghettos durchfahren? Muss jeder Venezianer ein Motorboot haben? Warum müssen neue Sandbänke, die am nächsten Tag weggespült werden, ständig neu gebaut werden? Ist Massentourismus die letzte Strategie Venedigs? Wir haben keine Zeit, wir reagieren nur immer schneller, aber Landschaft ist per se etwas Langsames, würde ich sagen. Ein Garten ist nie fertig, die Entstehung eines Parks dauert viele Jahre, Natur verändert sich ständig. Das Konzept der Natur sind Intermediärs, ich habe es versucht, das auf Deutsch zu übersetzen, aber ich kriege es nicht hin. Es ist von Michel de Vigne, es stellt Zeit und Prozess im Vordergrund. Ja. Er arbeitet mit offenen Prozessen, mit dynamischen Prozessen als Strategie für eine viel anpassungsfähigere Zukunft. In Bordeaux, er arbeitet in Bordeaux seit dem Jahr 2000 und macht Projekte bis heute, ist seine neue 8 Kilometer lange Landschaft entlang der Garonne Ausgangspunkt für die Umnutzung dieses 150 Hektar große ehemalige Hafengelände. Eine vegetative Fassade, es ist die Antwort auf diese mächtige Altstadt auf die andere Seite des Flusses. Eine landschaftliche Infrastruktur, die nach und nach mit Bäumen gepflanzt und weiter verändert wird. Landschaft als Dichte, Landschaft als Prozess und ich habe neulich zu diesem Anlass unsere ganze Dateien, Riesendateien angeguckt mit Auswahl von Projekten, was wir alles hatten. Das war dabei. Im Nachhinein würde ich das jetzt mit reinnehmen wollen.
Genauigkeit. Für Calvino bedeutet Genauigkeit vor allem drei Sachen. Eine gut definierte und angemessene Gestaltung des Werkes, das Schaffen von klaren, prägnanten und erinnerbaren Bildern. Erinnerbare Bilder sind, glaube ich, schon was Wichtiges, die nicht so schnell vergänglich sind. Und eine Sprache, die so präzise wie möglich ist, sowohl im Wortschatz, aber auch in der Ausdrucksweise. Genauigkeit braucht auf jeden Fall Sensibilität. Und oft gibt es in Calvinos Erzählungen am Anfang so scheinbare Gegensätze oder Widersprüche, wie zum Beispiel hier lobt er die Qualitäten des Wagens und gleichzeitig die Qualitäten des Präzises. Und am Ende klärt er diese Dualität auf. Und er sagt, um das Vage zu erreichen, vielleicht das Unendliche, braucht man eine extreme Präzision. Also das Vage ist im Sinne was Gutes. Es gibt eine Passage, wo seine Haltung zur Genauigkeit für mich, in dieser Passage für mich viele Parallelen zum Prozess des Entwerfen aufzeigt. Und das lautet ungefähr so: Manchmal versuche ich mich zu konzentrieren in die Erzählung, die ich schreiben möchte, und merke, dass es mich viele andere Sachen interessieren. Etwas Unpräzises, etwas außerhalb von was ich schreiben wollte. Die Beziehung von diesem Argument und alle ihre Varianten und Möglichkeiten, Alternativen, er versucht, neue Sachen zu suchen. Alle Ereignisse, die Zeit und Raum beinhalten können, also der verliert sich ein bisschen. Es ist eine destruktive und verzerrende Besessenheit, die mich lahmlegt. Passiert auch manchmal bei Entwerfen. Um diese zu bekämpfen, versuche ich alles, was ich sagen will, in einem Feld einzugrenzen, ja, zu limitieren. Ich unterteile diesem Feld in weitere kleinere Felder und noch kleinere und immer so weiter. Und dann verfalle ich in eine andere Besessenheit, die vom Detail des Details des Details des Infinitesimales, ja. Das unendlich Kleine saugt mich auf, genau wie vorher das unendlich Weite mich verstreut. Wenn ich das lese, kann ich nur an unser geliebter Carlos Carpa denken. Das Detail vom Detail vom Detail und doch auch die Unendlichkeit. Ich interpretiere auch diese Kapitel für Genauigkeit auch ein Plädoyer für die Schönheit, und von Carlos Carpa werde ich einfach nur ein paar Bilder von die Fondazione Collini Stampaglia, wo wir diese Erzählungen und also diese Intarsien, dieses Relief, diese wirklich so Besessenheit eigentlich für die Details, diese Dialog zwischen Alt und Neu, zwischen alle Maßstäbe, diese Frage, was ist eine Fuge, wo treffen sich Materialien, wo endet der Boden, was geht weiter, welche Abschlüsse gibt, ja. Aber dann finden wir auch einen Garten mit auch wahnsinnig vielen Details, aber ein Garten, der auch etwas Paradiesisches hat. Ja? Also hier, es ist ein Ort, wo das Unendliche auch ihren Platz findet. Ja? Und im Innenraum entdecken wir dieses neu gebaute Schiff, der dann nur erscheint, wenn die Aqua Alta reinkommt. Und das bringt uns auch vielleicht auch zu dieses Unendliches. Es gibt in die Arbeiten oder in dieser Arbeit auf jeden Fall von Carlos Carpa auch ein ganz großes Verständnis von Landschaft, den großen Maßstab und von Stadt, wo der sich befindet. Also hier nochmal fast bis zum Adria. Sichtbarkeit. Fantasie, es ist ein Ort, an dem es regnet. So fängt Calvino das Kapitel Sichtbarkeit an und begründet, warum dieses Wert eines der zu rettenden Werte für das nächste Jahrtausend sein soll. Die Fähigkeit, mit Bildern und in Bilder zu denken, es ist eine grundlegende menschliche Fähigkeit, die uns nicht verloren gehen darf. Ich glaube, diese Fähigkeit, mit Bildern und in Bildern zu denken, es ist auch ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Diese Vorlesung oder dieses Kapitel hat mit bildnerischer Erzählung zu tun, mit Formen der visuellen Kommunikation, mit Fantasie, mit Vorstellungskraft, mit Metaphern und mit Erfindungsfreiheit. Hier beschäftigt sich Calvino auch stark mit der Frage, wie Bilder entstehen und wie Bilder weiterentwickelt werden. Am Ende hinterfragt sich Calvino, ob angesichts der zunehmenden Inflation vorgefertigter Bilder in Zukunft Fantasieliteratur möglich sein wird. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo so viele vorgefertigte Bilder, wo eine Inflation gibt von so vielen vorgefertigten Bildern, dass wir vielleicht in Zukunft nicht mehr fantasieren, erfinden, ausprobieren können.
Ja, also sind diese vorgefertigten Bilder so stark, dass wir nicht weiter andere Bilder finden können. Ja? Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das mir in meiner Interpretation zu schnell ist, aber auf jeden Fall, ich verstehe auch diesen Begriff von vorgefertigten Bildern als standardisierte Bilder. Ja? Bilder, die, wo man hat diese Teile, man setzt die zusammen, Standard, fertig, das war's. Ja? Ich glaube, es gibt in unseren Disziplinen auch viele Konsensen, über was Standard ist oder über was Standard sein soll. Und ich glaube, das sind Sachen, die manchmal oder sehr oft einfach akzeptiert werden und vielleicht selten hinterfragt werden. Die Urbanisierung Venedig hatte mit einer wesentlichen Eigenschaft ihrer Landschaft zu tun, mit ihrer Umgebung zu tun. Es war ein Archipel mitten ins Wasser, aber ohne Trinkwasser. Die Bedingungen für eine Siedlungstätigkeit waren äußerst schwierig, aber die Vorteile, in diesem Rückzugsraum der Lagune leben zu können, waren noch wichtiger. Deswegen hat Venedig eine, ich nenne das wasserbasierte Urbanität entwickelt, wo, das sind die Punkte von den Zisternen, die immer noch heute in Venedig existieren, die Regenwasser sammeln. Das heißt, die Urbanisierungsprozesse von Venedig haben mit diesen Wassersammlungen zu tun. Das ist ein Bild, es ist in Las Vegas, aber es konnte ganz woanders sein. Der Zeitpunkt, wie wir euch heute normalerweise Standard urbanisieren. Also parzellieren, planieren, dann kommt Asphalt und Straßenlampen. Das war's, fertig. Der Rest ist privat. Ich frage mich, ob das die Möglichkeiten für die Zukunft sind, ob das nachhaltig ist und ob wir nicht viel mehr fantasieren, ausprobieren und erfinden sollten, um erinnerbare Bilder zu erzeugen. Ein anderer Aspekt diesem Kapitel war die Fähigkeit, mit Bildern und in Bilder zu denken. Und da kommen wir natürlich auf Themen, die Donna auch sehr wichtig sind, Kulturlandschaften. Das ist eine Kulturlandschaft im Norden von Spanien, in Katalonien, weiter nördlich von Barcelona. Und das ist die Pedra Tosca. Die Pedra Tosca ist die Geschichte der Kultivierung einer vulkanischen Landschaft. Durch die Demoralisation von Mendizabal, das heißt die Überführung von kirchlichen Gütern an Privaten, ist aus dieser Landschaft eine produktive Landschaft entstanden. Man muss sich vorstellen, diese Landschaft war vorher nur ein riesen Hügel an Gestein, die eigentlich diese Reste von den Vulkanen war, die du sollst, diese kleinen Steine, die wir hier vorne sehen. Als die privaten Leute diese in Besitz gekriegt haben, haben dafür einen Ort geschafft, wo es Landwirtschaft möglich sein könnte. Das heißt, die haben alle Steine zur Seite getan, die haben Trockenmauern gebaut, die haben das als Abgrenzung für die unterschiedlichen Parzellen gebaut und die haben das auch als Abgrenzung für die Wege. Was dann auch noch passiert ist, ist, dass diese trockene Steinmauern eigentlich ein Mikroklima erzeugt haben und diese Landwirtschaft noch besser produktiv war in diesem Ort. Diese Pedra Tosca ist eigentlich ein Projekt, das jeder Landschaftsarchitekt kennt, aber der Hintergrund dieser Geschichte entdeckt man nur, wenn man dort vor Ort geht. Ja? Weil wenn man im Internet sucht, dann sieht man schon, dass das die ganze Karte ist, aber man versteht nicht genau, was das ist. Ich sehe hier diese labyrinthischen Wege, was wir alle kennen. Es ist eigentlich dieses Dreieck, dieses schwarze Dreieck hier. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Ja? Dieses schwarze Dreieck, es ist dieses Projekt, das so bekannt ist, was diesem Ort eigentlich zugänglich gemacht hat. Dieses Projekt, es ist eigentlich ein Entree zu dieser Kulturlandschaft. Das ist das Projekt von das Büro RCR aus Olot, aus diesem Dorf auch, die vor zwei Jahren die Pritzker-Preisträger waren. Und es sieht so aus. Die haben auch mit diesen Steinen gearbeitet, die haben sie auch zur Seite gemacht, die haben auch diesem Ort zugänglich gemacht, in eine ganz andere Art und Weise. Dieses zweite Projekt, vielleicht würde ich jetzt das auch mitnehmen. Und als letztes gehen wir zu dem Thema Vielfältigkeit. Das Thema dieses Kapitels ist der zeitgenössische Roman als Enzyklopädie, als eine offene Enzyklopädie. Als Methode des Wissens und vor allem als Netzwerk von Verbindungen zwischen den Fakten, zwischen Menschen, zwischen Dingen in unserer Welt. Ja, es geht eigentlich um dieses vernetzte Denken, das, was wir eigentlich immer machen. Aber so.
Und der arbeitet auch viel mit Beispielen aus der Literatur immer. Und als erstes Beispiel nennt er Gada, ein relativ unbekannter italienischer Schriftsteller, sagt er selber. Und der wird genannt, weil er die Welt als ein System von Systemen sieht, in denen jedes einzelne System die anderen bedingt und gleichzeitig beeinflusst. Als letztes Beispiel nennt Calvino das Roman Das Leben Gebrauchsanweisungen von Georges Perec, ein fantastisches Buch, ein Puzzle. Ja? Der nennt das, das ist der Überroman, der Überroman des letzten Jahrhunderts. Es ist ein sehr langer Roman, ein Puzzle aus vielen Geschichten, die sich überschneiden, überlagen und so verflechten. Calvino plädiert für eine Literatur, welche im kommenden Jahrtausend der Genuss für die Genauigkeit pflegt und welche die Intelligenz der Poesie und gleichzeitig der Wissenschaft und Philosophie für sich gewinnt und zusammenbringt. Das heißt, er redet auch von unterschiedlichen Disziplinen, die zusammenkommen. Diese Intelligenz aus unterschiedlichen Disziplinen. Und damit ein, ja, in diesem Sinne würde ich zeigen, die, also die Ausstellung Design und die Elastik Mind von Paola Antonelli in MoMA im Jahr 2008, eine Designausstellung letztendlich, die Beiträge für eine Realität zeigt, in dem die Wahrnehmung von Zeit und Raum sich komplett verändert haben. Das ist die Realität von heute. Also die Konzepte Raum und Zeit sind komplett anders als vor 50 Jahren. Ja? Und ich sage, wir müssen dann anders reagieren. Aber sie sagt auch, es, sie sieht eine neue Zukunft für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftler und Designers. Und sie sagt auch, dass die Designers eigentlich Sponges, sagt sie, also Schwämme sind. Die sind so neugierig, dass alles aufsaugen und dass man mit denen sozusagen die Zukunft nur weiterkommen kann. Genau, und da zeigt sie sozusagen unterschiedliche Beispiele. Und als letztes möchte ich, jetzt brauche ich hier nur was, Also das letzte Beispiel, was ich hier vorstellen werde, es ist sicherlich kein Hyperroman des letzten Jahrtausends, aber es ist ein Handbuch, auf jeden Fall mit Gebrauchsanweisungen, das jeder von uns haben sollte. Jede von uns, jede Schule, jedes Kind sollte dieses Buch haben. Es ist das Buch, das die Gebrüder Giuseppe und Geronimo Paolini im Jahr 1602 zu den Dogen in Venedig vorgestellt haben. Es ist ein Buch, das auf die Gefahr der Verlandung der Lagune darauf hinweist. Und es ist ein Beitrag, der versteckt die Logik, die Zusammenhänge und die unterschiedlichen Dimensionen von Landschaft. Landschaft als ein System von Systemen, Landschaft als vernetztes Denken. Das, diese letzten Bilder, die ich hier zeige, sind eigentlich Inhalt von der Ausstellung Wiederkehr der Landschaft. Ja? Und ich werde jetzt diese Untertitel nochmal lesen, die von dort kommen. Dieses Bild zeigt, wie die Kanäle von Venedig durch Abfälle der Bewohner verschmutzt werden und sich die Lagune langsam in einen Morast verwandelt. Arme Laguna, den Elend geweiht. Povera Laguna, ormai caduta in miseria. Das ist der miserable Zustand von Val Serpentina heute, wüstenartig und von Feuer zerstört. Die Flüsse voller Geröll. 100 Jahre vorher war es entzückend und reich an allen Sorten Holz. Seines Baumkleides verraubt, zeigt der Berg nackten Fels. Regen und Schmelzwasser stürzen mit großem Wucht zu Tal. Es wird vorgeschlagen, Wachen zum Schutz der Wälder aufzustellen. Um Land für Weiden und Äcker zu gewinnen, zünden die Bauern die Wälder an. Übrig bleiben kahle Hänge. Der Mangel an Bauholz zwingt den venezianischen Staat daraufhin, sein Holz zu importieren. Das ist das Bild vorher. Das Val der Serpentina ist begrünt und mit Bäumen bestanden. Dazwischen liegen kleine Ortschaften. Die Lagune im Süden mit der Stadt Venedig ist dadurch vom Geröll geschützt. Das linke Bild zeigt, wie die Berg für die Landwirtschaft genutzt werden kann. Wenn die Steilhänge bewaldet bleiben, in felsigen Gebirgen, sollten die Bäume aber vollständig erhalten werden.
Der dichte Bergwald hält Regen und Schnee zurück. Bei der Abholzung sollte man den Gipfel unberührt lassen und junge Bäume schützen, damit der Wald sich erneuern kann. Gesunde Bäume halten Schnee oder Regen zurück, der abgebrannte Baum hingegen nicht. Das Wasser fließt schnell ab und richtet im öffentlichen und privaten großen Schaden an. Die Entdeckung dieses Schatzes ist ein gemeinsames Moment gewesen, die, glaube ich, wir nie vergessen werden. Dieses Original, der ungefähr so groß ist, in die Hände zu haben, war ein wahnsinniges Erlebnis. Also ich habe das immer sehr geprägt in meiner Erinnerung, und ich wollte, Donna, auf jeden Fall für dich mit diesen Bildern von Bäumen und Wäldern meinen Beitrag enden, mit Bildern von einer Welt, die, glaube ich, dich seit deiner Kindheit begleitet haben und in unterschiedlicher Art und Weise dich immer begegnet haben. Für dich, Christoph, habe ich nicht nur einen Baum mitgebracht, sondern 80 Bäume. Eine Menge. Ich hoffe 80. Ich hoffe 80 Bäume um die Welt. Ich hoffe, das hast du nicht schon 80 Mal zum Geburtstag gekriegt. Okay. Ich habe mich immer sehr gefreut, dich zu treffen, als ich hier zu Besuch war in München oder wenn du in Berlin warst oder auch unsere gemeinsame Zeit in Las Vegas, wo wir zu dritt das erforscht haben. Ich habe heute nicht über dich gesprochen, obwohl ich glaube, dass viele Gedanken gemeinsame Überlegungen auch sind. Ich habe aber auf jeden Fall sehr viel an dich gedacht, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe. Und es gibt Gedanken und vor allem eine Reihe an Bildern, die exklusiv für dich gedacht waren. Ich hoffe, du konntest das erkennen und dich daran wieder finden. Und sonst wünsche ich euch alles Gute und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier bin. Danke.